Stopp! Nicht abschalten. Heute wird's vegetarisch. Wollte gerade vegan sagen. Nein, nur vegetal. Das Mashed Potatoes sind einfach total knusprig von außen. Total aromatisch durch die Gewürze, die überall dranhängen. Dann zum Schluss ist noch eine Parmesankruste drauf, die dem Ganzen nochmal so einen leicht salzig, cremigen Kick geben. Und dazu gibt es einen geilen Knoblauchdip und Röstzwiebeln. Und schaut einfach hin. Smashed Potatoes oder wie wir hier in Hessen sagen, Quetschkartoffeln, sind einfach eine der geilsten Grillbeilagen. Leute, generell wollen wir mal mit dem Thema Beilagen aufhören. Für mich ist Beilage ein Salat, den kann man zu was beilegen. Aber alles andere, was auf dem Teller ist, was wir grillen, sollte keine Beilage sein, sondern es sollte für sich stehen und für sich lecker sein. Da dürft ihr genauso Augenmerk drauf legen wie bei allem anderen auch. Also wir machen da heute richtig Rambazamba und geben da richtig Gas, dass es total lecker wird. Wir machen als allererstes ein paar schöne Röstzwiebeln. Das geht ganz schnell und einfach. Nehmen wir unseren Grill, schmeißen uns einen Dutch Oven drauf, den Deckel vom Dutch Oven und zünden mal die Brenner unten drunter und lassen den mal richtig schön aufheizen. Unsere Einsatzpfanne können wir auch schon aufheizen. Könnt ihr euch auch zwei Pfannen draufstellen, wenn ihr keine habt. Lasst die Pfanne bei mittlerer Hitze aufheizen. Dann brauchen wir ein paar Zwiebeln. Die Menge müsst ihr nachher nehmen, wie viele Leute ihr dann ungefähr habt. Ich sage immer pro Person eine Zwiebel. Wir sind zwei Leute, also fünf Zwiebeln. Die halbiert ihr euch einfach und dann schneidet ihr einfach schöne, dünne Ringe runter. Guckt, dass die relativ gleichmäßig sind, dass unser Garergebnis nachher auch schon gleich ist. Ihr salzt einmal eure Zwiebeln, dann gebt ihr ein bisschen braunen Zucker oder wie ich Ahornzucker dazu. So, und jetzt könntet ihr, wenn ihr wollt, könntet ihr jetzt das Salz ein bisschen einwirken lassen, bis die Feuchtigkeit austritt und die dann abschütten. Das brauchen wir aber gar nicht. Nehmt einfach ein bisschen mehr Mehl. Und dann müsst ihr mal gucken, ich mache das immer nach Augenmaß. Also ich mache jetzt mal hier auf die fünf Zwiebeln sind das 3-4 Esslöffel. Geht da nicht mit den Händen rein, das wird sehr klebrig sonst. Einmal schön durchshaken. Wenn ihr dann alles drumherum eingestaubt habt, dann nehmt ihr nochmal ein bisschen mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir keine blanke Zwiebel mehr sehen. Wir müssen überall das Mehl aufnehmen, dass die schön trocken von außen werden. Das gibt dann unsere schöne knusprige Röstzwiebel. So, und das war es auch schon an Vorbereitung. So, wenn dann unsere Pfanne aufgeheizt ist, gucken wir mal, dann geben wir hier so einen guten Esslöffel Butterschmalz rein. Wenn ihr keinen Butterschmalz habt, könnt ihr auch Sonnenblumenöl nehmen, aber Butterschmalz gibt halt Geschmack. Und hier geben wir jetzt auch unsere Zwiebeln rein. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt gar nicht viel Hitze. Die dürfen schön langsam vor sich hin trocknen und dann ausbacken. Könnt ihr auch im Backofen oder im Airfryer oder so machen. Aber am liebsten mache ich es im Grill in der Pfanne. Machen wir mal einen kleinen Deckel zu und dann kriegen wir noch schön die Hitze von oben. Überladet die Pfanne auch nicht, dass die alle schön gleichmäßig braun werden. Kriegen wir oben noch einen kleinen Schluck Olivenöl dazu. Wie gesagt, mit Öl auch nicht sparen, da dürft ihr wirklich... Wenig Öl, ich hatte gedacht, man... Frittierte, ja. Man frittierte ihn. Klassisch macht man das ja auch, aber das brauchen wir nicht. So nach 5 Minuten sehen die schon so aus. Wenn ihr seht, dass die unten schön knusprig sind, dann dreht die einmal. Wie gesagt, die dauern so eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten. Lasst sie auch schön auf kleine Hitze, dass sie nicht verbrennen. Dann haben wir gleich richtig schöne Röstzwiebeln. So, wenn ihr seht, dass sie so schön trocken geworden sind, nicht zu dunkel und an allen Seiten schön crispy, dann können wir die rausholen. Nehmt euch einen Teller, packt ein bisschen Zebra drauf. Küchenrolle. Wichtig ist, lasst die schön auf einem Küchentuch auch ein bisschen abtropfen, dass die ein bisschen was von dem Fett verlieren. Jetzt bereiten wir schnell Marinade für unsere Quetschkartoffel zu. Da habe ich hier einfach ein bisschen, dann dürft ihr aber machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch Bratkartoffel, Gewürzsalz oder worauf ihr Bock habt nehmen. Ich habe geräuchert, das ist süßes Paprikapulver, ich habe Salz, ich habe Thymian und ich hole mir hier gleich noch einen Zweig Rosmarin. Nehmt festkochende Kartoffeln und kocht die auch vor. Am besten, ich habe die gestern schon vorgekocht, dadurch ändert sich die Stärkestruktur in der Kartoffel und die werden geiler, besser. Die werden ralliger. Ihr könnt es aber auch am gleichen Tag kochen, wenn ihr es vergessen habt oder keine Zeit. Oder dann nehmen wir uns noch ein paar Knoblauchzehen. Warum schneidest du eigentlich den Knoblauch immer und machst ihn nicht in die Presse? Wenn ich den jetzt in die Presse machen würde, würde der ganze Saft rauskommen und ich hätte ganz viel zu kleine Stücke, die mir dann noch schneller verbrennen. Übrigens, wenn ihr die Kartoffeln vorkocht, das Wasser bitte salzen. Gell? Also niemals die Kartoffeln ungesalzen vorkochen. Jetzt geben wir hier einen guten Schuss Olivenöl mit rein, dass wir so 5-6 Esslöffel Öl haben. Das vermischen wir jetzt einmal alles schön. Jetzt nehmen wir unsere Kartoffeln und wir nehmen, wie gesagt, nehmt schön gleich große. Ich nehme jetzt hier so die mittelgroßen und packe die mir hier einfach rein. Einmal kurz schwenken, dass die schön überall bedeckt sind. Jetzt können wir die restlichen Röstzwiebeln hier auch runterholen. Die sehen schön aus. Jetzt schnappt ihr euch, wie gesagt, eure Blanche Einsatzpfanne heizt ihr auf niedrigster Temperatur vor, dass die nur unten heiß wird, aber auf kleinster Flamme, dass wir schön lange Zeit haben, Röstaromen zu entwickeln, dass die aber auch knusprig werden. Und dann braucht ihr so einen Burger-Smasher, ihr könnt aber auch ein Glas nehmen oder ich habe hier von Barbossa eine Burgerpresse, die ist ziemlich geil, weil die kannst du umfunktionieren. Da schraubst du ganz einfach unten
die Platte raus und dann machst du das Ding draus und dann hast du auch deinen eigenen Smasher. Kann ich auch den Kopf meines Nachbarns nehmen? Dafür? Kannst du auch nehmen, wenn du willst, aber der rettet dann kein Wort mehr mit dir. Das ist so. Der Sinn der Sache. Ah, verstehe. So, und dann gehen wir mal zum Grill und dann mache ich jetzt hier noch ein bisschen Butterschmalz rein. So, und dann nehmen wir jetzt unsere Kartoffeln, legen die jetzt einfach auf und hier das jetzt nicht wegschütten, gell? Das brauchen wir noch. Das bleibt alles so, wie es ist hier. So, und jetzt nehmt ihr euren Smasher, eure Burgerpresse oder was auch immer ihr habt, euren Teller und drückt die einmal komplett schön platt. Wie gesagt, deswegen lasst auch schön Platz auf der Platte. Weil selbst wenn ihr eine große Grillplatte habt, und ich habe schon eine große, wird es schnell eng. Und jetzt kommt das Schlimmste, Leute. Wie gesagt, kleinste Flamme, Deckel zu, warten. Mindestens, ich würde sagen, eine Viertelstunde. Aber in der Zeit können wir schon unseren Knoblauchdip dazu machen. Dazu braucht ihr Schmand. Ihr könnt auch saure Sahne nehmen. Wenn er nicht rauskommt, den habe ich euch schon mal gezeigt. Macht ein kleines Loch unten rein, dann kommt er raus. Nehmen wir uns ein paar Knoblauchzehen. Knoblauch, den hacken wir jetzt wirklich sehr, sehr klein. Wenn unser Knoblauch schön fein gehackt ist, nehmen wir uns jetzt einen Bund Schnittlauch. Dann müssen wir auch nicht sparsam sein. Und schneiden die auch ganz fein runter. Das geht auch sehr gut mit einem scharfen Messer. Falls euch eins fehlt, die gibt es bei unserem Partner Heiso. Da spart ihr sogar, Manu, mit... Einfach 10. 10% auf den gesamten Warenwert. Und ich finde, die Messer, die haben schon einen sehr guten Preis für das, was du kriegst, oder? Ich finde die fast zu billig. Dann nehmt ihr euch das ganze Zeug, macht eine Prise Salz dran und ein bisschen Pfeffer. Und dann nehmt euch noch eine Zitrone, schneidet euch so ein Drittel von ab und gebt den Saft da dazu. Der kann jetzt, bis unsere Smashed Potatoes fertig sind, kann der noch ein bisschen durchziehen. So, die ersten 10 Minuten sind rum und wir schauen mal. Und wir sehen, es ist okay. Ich hätte mit der Hitze noch ein bisschen höher gehen können, dass sie noch ein bisschen knuspriger werden. Aber das reicht mir jetzt so, weil auf die Seite kommt später noch eine Kruste drauf. Jetzt machen wir eins, bevor wir die drehen. Jetzt nehmen wir uns einen Pinsel und nehmen unser schönes Gewürzöl und hauen überall nochmal oben was drauf. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen mit der Hitze spielen, dass die Kräuter nicht, der Knoblauch nicht verbrennt, aber die Kartoffel trotzdem schön knusprig werden können. Ich gehe jetzt mit der Hitze nochmal ein bisschen hoch und lasse die von der anderen Seite schön nochmal anknuspern und dann drehen wir sie noch ein letztes Mal. So, dann reiben wir uns noch eine richtig gute Handvoll oder auch zwei oder drei Hände voll Parmesan schon mal vor. Und Leute, das macht den Unterschied. Jetzt schauen wir mal unsere Kartoffeln und die sehen jetzt blendend aus. Und jetzt machen wir eine Sache. Ich hole die jetzt einmal ganz kurz hier raus und lagere die mal ganz kurz in meiner Pfanne nebenan. Und jetzt ist nur eins wichtig, jetzt alle Brenner wieder ganz nach unten. Also jetzt brauchen wir wirklich Low Heat, weil sonst verbrennt uns der Parmesan zu schnell. Und wir wollen ja, dass der eine schöne Kruste kriegt. Ich liebe diese Einsatzpfanne, die ist einfach so geil. Schwupp, wieder sauber. Parmesan rein. Den verteilen wir jetzt hier wirklich einmal auf der ganzen Fläche. Wow. Und jetzt nehmen wir unsere Kartoffeln. Jetzt lassen wir den Käse nochmal so schön 5 Minuten Kruste ziehen. Und jetzt müsst ihr mal gucken, ihr seht unten, wenn der Parmesan anfängt, ihr seht ja, der kriegt jetzt hier schon langsam eine Kruste. Wenn der noch ein bisschen brauner wird, dann können wir sie teilen und können wir sie rausholen. Hier hinten seht ihr, dann haben wir eine richtig schöne, braune, knusprige Parmesankruste auf der anderen Seite. Jetzt stechen wir uns die einmal ab. Jetzt holen wir den raus. Übrigens, bevor jetzt die Fragen wieder kommen, wo ich die Einsatzpfanne her habe, die gibt es bei Grillgurz. Und da gibt es sogar einen Rabatt, Manu, gell? Egal, wo ihr hingeht, ihr gebt einfach 10 ein und dann kriegt ihr 10% Rabatt auf Barbossa-Produkte ab dem Bestellwert 100 Euro. Ihr könnt es auch mal in anderen Shops probieren, aber wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber dann sagt uns Bescheid. Ja. Der Grund übrigens, warum ihr die auf die Parmesan-Seite legt, und ihr solltet die auch noch gar nicht so legen, sondern legt die so ein bisschen auseinander, der Käse, der kühlt jetzt schnell aus. Der kühlt auch viel schneller aus als die Kartoffel. Also ihr könnt es heiß essen, keine Angst. Aber dadurch, dass der Käse jetzt auskühlt, wird er ganz schnell richtig knusprig und crunchig. Deswegen lasst ihn auf der Seite liegen, lasst ihn 2-3 Minuten auskühlen und dann können wir sie wieder umdrehen. So, und fertig ist die Küche für den nächsten Einsatz. Geputzt, sauber gemacht. War geil. Die sind jetzt abgekühlt. Ich drehe die jetzt nochmal schon und wir hören jetzt einfach mal. Also ihr hört, dass das hier eine richtig schöne, knusprige Kruste geworden ist. Jetzt drehen wir die wieder um auf die schöne Seite. Und jetzt brauchen wir noch schön was von unseren Röstzwiebeln drauf. So, jetzt nehmen wir uns mal so einen schönen Ranken hier runter. Oh Gott, ist das schön. So, und dann nehmen wir uns hier auch noch mal ein paar von den Röstzwiebeln. Und jetzt schmeißen wir uns dann noch einfach so ein bisschen schönen Dip dazu. Oh. Und jetzt sagt der Papa, probieren wir mal. Boah. Ich weiß, ich kann so gut Essen beschreiben. Ich sage einfach immer, Ich versuch's mal für euch. Weil die schöne Parmesankruste, diese weiche Kartoffel in der Mitte und oben und auch sowohl unten diese Kartoffelkruste und dann noch diese süßen Röstzwiebel mit dem frischen Knoblauchdip, das ist so rund einfach. So wie du sagst, das ist so ein runder, wohlwollender Geschmack. Sich einfach rundum
von allen Geschmacksrichtungen quasi einfach so zufriedenstellt. Ja, also mir schmeckt das ganz dolle. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Ja, mach ich doch. Hör auf zu essen. Ich höre nicht auf zu essen. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr das gerne liken, teilen und abonnieren. Liken, teilen. Abonnieren dürft ihr uns auch, ja. Dürft ihr uns auch. Und danke auch an unsere Kanalmitglieder, die uns schon so zahlreich unterstützt. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Euer Manu und der Michi. Macht's gut, ihr Lieben.